haben wir durch. Heute und das nächste Mal möchte ich über ein Thema sprechen, den Heiligen Geist kennenzulernen. Ich weiß nicht, wie es euch ging am Pfingsten mit dem Dienst, der war ja wirklich stark, von Manuel Reichöhr, war sehr imposant, was er erlebt mit dem Heiligen Geist. Und ich habe so gedacht in dieser Reihe, es ist so gefährlich, Leute. Gefährlich ist, dass wir am Pfingsten immer natürlich, wir sind Pfingstgemeinde, den Heiligen Geist highlighten, dass wir ihn zum Thema machen. Aber ich habe ein bisschen Sorge manchmal, dass wir ihn, ich mache das jetzt stark ausgedrückt, dass wir ihn unter dem Jahr dann ein bisschen vernachlässigen oder sogar vergessen. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, als Manuel das Seminar oder diese Tage angefangen hat, hat er eine Stelle aus dem Propheten Sacharja gelesen. Das ist Sacharja 4, Vers 6 und die möchte ich uns nochmal in Erinnerung rufen. Das sagte er zu mir, so spricht der Herr zu Serubabel. Nicht durch Gewalt und Kraft wird es geschehen, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr, der Allmächtige. Nicht durch Gewalt und Kraft wird es geschehen, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr, der Allmächtige. Und diese Stelle hat mich persönlich richtig tief getroffen. Die kenne ich ja in- und auswendig. Aber weißt du, ihr kennt es auch, es gibt so ein Kairos-Moment, einen Zeitpunkt Gottes, wo er spricht und sein Wort, das du kennst, leuchtet richtig in deinem Leben auf. Ich weiß auch nicht, wie es euch ergangen ist, aber ich habe festgestellt, ich habe geistlich schon Federn gelassen in dieser Corona-Zeit, in all dem Wirrwarr, mit allen Verordnungen, mit all dem riesige Verunsicherung. Und ich habe irgendwo gemerkt, dass für mich, nicht, dass ich der Heilige Geist nicht, dass ich nicht an ihn glauben würde oder nicht, dass ich mit ihm nicht rechnen würde, aber ich habe gemerkt, dass mein Level, die Beziehung mit ihm zu leben, richtig runtergegangen ist. Und irgendwie in all den Wirren dieser Zeit hat es mir auch gar nicht viel ausgemacht scheinbar. Und das hat mich erschreckt, denn hier steht tatsächlich nicht durch Gewalt, durch menschliche Anstrengung, durch Kraft werden Dinge im Reich Gottes bewegt und auch in deinem Leben, sondern es ist der Heilige Geist, der es tut. Und es ist so leicht möglich, dass wir die Kraft des Heiligen Geistes, selbst als Christen, dass wir sie ausklammern und unsere menschliche Machbarkeit und Kraft reinsetzen. Und wir merken es auch gar nicht so stark am Anfang. Dann vertrauen wir auf unser Wissen, wir vertrauen auf unsere Erfahrungen, auf unsere Kraft, auf unsere Möglichkeiten, auf unsere Pläne. Und wir tun das Werk oder wir versuchen die Werke zu tun, für die wir eigentlich überhaupt gar nicht gemacht worden sind von Gott. Wir versuchen, den Heiligen Geist unbewusst zu ersetzen. In einer anderen Stelle heißt es, was du vorhast, wird dir nicht durch die Macht eines Heeres und nicht durch menschliche Kraft gelingen. Wenn wir das ersetzen, das Wirken des Geistes, und dann wundern wir uns, dass wir manchmal lustlos sind, müde sind, dass wir so visionslos dahin leben, ausgepowert, leer. Ich habe so in der Vorbereitung, habe ich mich daran erinnert, ich fahre mein Leben gern Fahrrad. Nicht so stark wie Gregor, mein Nachbar Gregor, der ist immer, wenn es irgendwie geht, auf dem Rad. Ich habe lange umgebaut im Haus und habe ich das Radfahren gelassen. Aber früher war Radfahren für mich kein Genuss. Es war pure Leistung und ich bin jeden Berg hochgetreten. Absteigen, schieben ist ein No-Go.
Ja, das hätte ich nie. Lieber wäre ich am Berg gestorben, als dass ich abgestiegen wäre. Und geschoben, ja. Und das Schlimme war, ich habe das wie eine Leistung gesehen und ich habe mich so angestrengt, diese Berge hochzufahren, egal wie steil. Ich habe es probiert und habe mich so angestrengt, dass ich über all der Anstrengung keinen Fun mehr hatte. Kein Spaß. Ich habe das gemacht wegen meiner Gesundheit. Der Arzt hat gesagt, du musst dich bewegen. Und dann habe ich gesagt, gut, Fahrradfahren ist gut, Gewicht muss runter, Fahrradfahren ist gut. Und wisst ihr, was ich auch gemacht habe? Ich gestehe es ganz offen, ehrlich, tu Buße, ich habe E-Bike-Fahrer verachtet. E-Bike-Fahrer, die habe ich richtig verachtet. Ich will meine Gedanken nicht preisgeben, was ich gedacht habe. Ich will euch auch nicht auf blöde Gedanken bringen. Aber ich habe gedacht, siehst du mal, ich drehe da hoch und die mit ihrem Motor da lassen sich hochtragen. Jetzt bin ich 60 und nach 5 Jahren Pause oder 4 Jahren Pause Radfahren habe ich gesagt, irgendwas muss ich ändern bei mir. Und ich habe mir ein E-Bike gekauft. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht, da war ich, kennt ihr das? Habt ihr das schon mal gesehen, den Reiserberg bei Heiligmoschel, 460 Meter hoch, geht schon hoch, aber Berg ist ja lustig, wenn man Südtirol sieht, das sind Berge, das sind ja Hügel, das ist ja nichts, aber das geht ganz schön hoch da und da war ich mit meinem Bike oben und es hat sich was verändert bei mir. Das E-Bike ist nicht mehr mein Feind, sondern mein Freund geworden. Und wisst ihr warum? Weil du musst trotzdem treten. Du musst trotzdem dich bewegen. Du musst dich trotzdem anstrengen, aber das Bike unterstützt dich. Und seitdem habe ich Fun. Ich genieße es, Fahrrad zu fahren. Hatte ich vorher nicht. Warum erzähle ich das? Ich will jetzt nicht mit meinem neuen Bike prahlen, sondern mit dem Heiligen Geist ist es ganz ähnlich. Wie viele Christen strengen sich so furchtbar an und strampeln sich ab und sie haben keinen Spaß an ihrem Christsein, keine richtige Freude. Und jeder Berg, jeder Anstieg ist wie eine richtige Glaubensprobe. Und wie wäre es denn, wenn du dich bewegst, aber der Heilige Geist wie ein Motor dich hochträgt? Wie wäre dein Christsein dann, oder? Wäre das attraktiv? Amen. Lesen wir in Galater 5, Vers 25. Da kommen wir jetzt zum Thema. Wenn wir durch den Heiligen Geist leben, dann sollten wir auch alle Bereiche unseres Lebens von ihm bestimmen lassen. Wenn wir durch den Heiligen Geist leben, du bist Christ, weil der Heilige Geist dich wiedergeboren hat. Jeder Christ hat den Heiligen Geist. Das ist nicht die Frage. Der Unterschied, Leute, ist da drin, in dem, was im zweiten Teil steht, lässt du dich vom Geist führen? Kennst du die Führung des Heiligen Geistes? Kennst du ihn? Nicht hast du ihn, sondern kennst du ihn? Wenn ich einen Ring an meiner Hand habe und eine Urkunde habe, dass ich geheiratet habe, dann heißt es nicht, oder bedeutet es nicht, dass ich sagen könnte, wie tief meine Beziehung ist oder wie gut ich meinen Partner kenne, oder? Du hast den Heiligen Geist als Christ, aber die große Challenge ist wirklich, den Heiligen Geist kennenzulernen, Erfahrung mit ihm zu machen, ihn zu spüren, ihn zu erleben, sein Wirken zu erkennen, deine Gaben zu entdecken. Das alles ist der Heilige Geist. Und da hilft dir
keine Theorie, auch keine Bücher im Bookshop, keine YouTube-Videos, die du schaust, sondern das ist Leben und das ist so spannend. Und ich habe gemerkt, als diese Sacharja-Stelle kam, ich habe an Substanz verloren. Ich persönlich habe an Substanz verloren und das hat mich so getroffen, da habe ich so Sehnsucht bekommen. Ich sage, Herr, wie konnte ich das zulassen, dass ich dich so weit vernachlässigt habe. Nicht, dass ich nicht Bibel gelesen habe, nicht, dass ich nicht gebetet hätte, nicht, dass ich nicht in der Gemeinde gewesen wäre. Aber diese Führung des Geistes, dieses Wirken, egal was er möchte und egal wo er mich hinsenden möchte, das ist durch all diese Dinge habe ich beeindrucken lassen und nicht mehr so gelebt. Und heute geht es um eine Sache, denn du musst zwei Dinge über den Heiligen Geist wissen, um ihn kennenzulernen. Heute geht es um die Kraft des Heiligen Geistes. Zwei Dinge. Nächstes Mal spreche ich über die Person. Du musst wissen, dass er eine Person ist und was es mit sich bringt, weil er eine Person ist, wie wir das leben sollen und können. Heute geht es mir darum, der Heilige Geist ist eine Kraft und das muss ich wissen, um ihn kennenzulernen. Amen. Bereit, weiterzugehen? Ja? Okay. 2. Mose 33. Bevor wir das lesen, kannst du auch in deiner Bibel mitlesen, Verse 13 bis 16, die Situation. Mose bekommt von Gott den Auftrag, ins verheißene Land zu ziehen. Und Gott sagt zu ihm, ich bin mit euch, ich werde meinen Engel vorausschicken. Und der wird euch helfen gegen eure Feinde und wird euch den Weg zeigen ins verheißene Land. Und dann sagt Gott etwas Wichtiges. Er sagt, ich selber, meine Gegenwart, meine Präsenz aber, werden nicht mit euch ziehen, denn ihr seid ein halsstarriges Volk. Das Volk Gottes hat sich immer wieder gezeigt, dass sie an Gott gezweifelt haben. Und dann sagt Gott, ich persönlich mit meiner Gegenwart werde nicht mit hinaufziehen. Ich schicke meinen Engel voraus. Ist ja auch schon was, oder? Und jetzt schau mal, wie Mose darauf reagiert. Und das ist beachtlich. Mose betet, wenn ich also wirklich deine Gunst genieße, dann lass mich erkennen, was du vorhast. Ist das dein Gebet? Ist das momentan dein Herzenswunsch? Ich will wissen, was Gott vorhat. Für mich, für andere. Ich möchte dich besser verstehen und auch weiter in deiner Gunst bleiben. Guck mal, was er betet. Ich möchte dich besser verstehen. Und denk bitte daran, diese Nation ist dein Volk. Jahwe erwiderte, wenn ich mitgehe, und der Luther übersetzt, wenn ihr in der Luther nachliest, wenn mein Angesicht mit euch geht, und das Angesicht Gottes steht immer für die Gegenwart Gottes. Wenn ich mitgehe, würde dich das dann beruhigen? Ja, aber hallo. Mose entgegnete und jetzt kommt dieser Satz, den ich so mega stark finde. Wenn du nicht mitgehst, dann bring uns lieber nicht hier weg. Wow. Hätte doch der Engel gereicht. Und jetzt überleg mal für dein Leben, was das bedeutet. Wo wir einfach weiter wursteln in unserer Kraft. Wo wir einfach weitergehen,
ohne uns Gedanken zu machen, ob Gott da drin ist oder nicht drin ist. Wenn du nicht mitgehst, nicht dein Engel, nicht eine zweite Wahl, sondern du, Gott, wenn du nicht mitgehst, dann will ich keinen Schritt mehr machen. Weißt du, wie es euch da geht, wenn ich das höre? Das hat mich erschüttert. Ich habe mich selber für mich gefragt, wie oft bin ich in den letzten Monaten in Dinge reingetappt oder habe meinen Weg so gemacht, ohne danach zu fragen. Natürlich bete ich Gott, segne, was ich vorhabe. Aber das ist was anderes hier. Moses sagt, wenn ich nicht weiß, dass du da drin bist, gehe ich nicht weiter. Und jetzt kommt etwas, was sehr wichtig ist auch. Woran soll man sonst erkennen, dass wir in deiner Gnade stehen, ich und dein Volk, doch nur daran, dass du mit uns ziehst und uns dadurch vor allen anderen Völkern der Welt auszeichnest. Ich übersetze es jetzt. Woran soll man an dir und an mir erkennen, dass du Christ bist, wenn man nicht sehen kann, dass Gott in deinem Leben wirkt? Seht ihr, wie krass das ist, wenn ich die Kraft des Heiligen Geistes, die Beziehung zum Heiligen Geist, wenn ich die so ersetze durch mein Machen, durch mein Schaffen, durch mein Planen, durch mein Organisieren, durch mein Regeln oder was auch immer. Es ist so leicht möglich. Die Pharisäer, Leute, waren Menschen, die Gott geliebt haben, mindestens seine Gesetze. Das waren Gläubige. Aber sie haben keine Ahnung gehabt, was die Kraft Gottes ist. Sie haben kein Beweis in ihrem Leben. Niemand konnte an ihrem Leben außer das Äußere tun, konnte nicht sehen, dass Gott mit ihnen ist. Was war bei Jesus, als er gepredigt hat, sagen die Leute, oh, da ist einer, der predigt, wie einer, der Vollmacht hat. Warum? Gott war mit ihm. Der Heilige Geist wird sich uns nicht aufdrängen, Leute. Er wohnt in dir durch den Glauben, durch das, dass du Christ bist, wohnt er in dir. Aber wenn es nicht dein Herzensverlangen ist, ich will dich kennenlernen. Ich will meine Wege mit dir gehen. Ich will dahin gehen, wo du hingehen möchtest. Ich will lernen, auf deine Stimme zu hören. Ich will lernen, deiner Führung zu gehorchen. Ich will lernen, mit den Gaben zu dienen. Wenn das nicht mein Herzensverlangen ist, wohnt der Heilige Geist in dir. Aber du bist wie jemand, der ein Fahrrad hat mit einem E-Motor und tritt nur mit normalem Gang. Ohne Unterstützung. Und der Heilige Geist lässt es zu. Hart, oder? Wir machen mal einen Sprung ins Neue Testament. Apostelgeschichte 1, Vers 4 bis 5, bekannte Stelle. Da sehen wir das System auch. Und als er mit ihnen beim Mahl war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters. Die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Und jetzt springen wir in Vers 8 und dann siehst du, was passiert.
Aber ihr werdet was bekommen? Die Kraft des Heiligen Geistes, da haben wir es, nicht die Person. Du bekommst die Kraft des Heiligen Geistes, der auf euch kommen wird, nicht in euch rein, sondern auf euch kommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Und Zeugen ist etwas, wo sichtbar wird. Das wird sichtbar. Wenn du Zeuge bist, wird das sichtbar. Amen. Und ich möchte euch jetzt zeigen, drei Bereiche, die mir wichtig geworden sind, wo es absolut essentiell, absolut notwendig ist, dass wir den Heiligen Geist kennen, dass wir die Kraft des Heiligen Geistes kennen und dass wir in ihr leben. Wenn wir das in diesen drei Dingen nicht tun, dann wird es schwierig. Das Interessante ist, wir könnten auch aus eigener Kraft versuchen, das zu lösen. Das Erste ist, ohne die Kraft des Geistes können wir nicht Gott effektiv und wirkungsvoll in Vollmacht dienen. Es geht nicht. Ihr erinnert euch, letzte Woche hat Pastor Richard Krüger über das dreifache Wirken des Heiligen Geistes in Johannes 16 gesprochen. Das war so richtig basic. Das war das Wirken des Heiligen Geistes für die Welt. Nur der Heilige Geist kann Menschen davon überführen, dass sie Sünder sind. Wichtig. Nur der Heilige Geist kann Menschen die Augen öffnen, dass sie Gott sehen. Das können wir nicht. Und wie fatal ist es, wenn wir die Kraft und die Führung des Geistes ersetzen durch menschliche Anstrengung. Ich habe es mal vor langer Zeit hier erzählt, als ich bei Jugend mit einer Mission war, da war Mission angesagt. Das war eine Jüngerschaftsschule und wir sind auf die Straße gegangen nach Amsterdam. Wir waren in Düsseldorf auf dem Kirchentag. Wir haben gepredigt, wir haben Pantomime gemacht, wir haben alles Mögliche gemacht und wir haben mit Menschen gesprochen auf der Straße. Und mein Teamleiter, das war ein Teamleiter von mir, also jemand, der es schon besser wissen müsste, der hat in Amsterdam evangelisiert nach folgender Methode. Er hat gesagt, wir gehen jetzt in die Straßenbahn rein und dort predige ich. Also wir als gehorsame Jünger nachgedackelt. Er geht rein in die Straßenbahn, wir stehen drin. Und er fängt an, die Leute anzupredigen. Ja? Er predigt das Evangelium. Und jetzt sieht man an der Reaktion dieser Menschen, dass es das Schlechteste ist, was man tun konnte in diesem Moment. Es war ein heißer Tag, ähnlich wie heute. Und die Leute waren abgenervt hoch drei. Das sieht man sofort. Die wollten nichts hören in der Form. Und jetzt könnte ich sagen, ja, aber in der Bibel steht doch drin, ich soll das Evangelium predigen. Das war seine Devise. Und dann hat er es auf die Spitze getrieben, da war eine Frau, ich weiß es heute noch, die sitzt da und er wendet sich ihr direkt zu und predigt sie von vorne direkt an. Was ist passiert? In der nächsten Haltestelle ist die Frau raus. Wie so, du siehst ja, wenn jemand flüchtet, die ist an ihm vorbeigeswitcht und durch die Tür raus. Die wollte sicher noch nicht aussteigen. Warum erzähle ich euch das? Das ist, wenn wir den Auftrag mit menschlicher Kraft machen. Denn um mit Menschen zu sprechen, müssen wir die Führung des Geistes kennen. Müssen wir wissen, wann rede ich und wo rede ich. Nicht einfach so. Das ist so wichtig. Denn wisst ihr, was passiert? Und das ist schon tausendfach passiert. Und auch ich habe mich schuldig gemacht. Am Anfang, wo ich dann gläubig war, war ich so on fire, dass ich das jedem erzählt habe, der es hören und nicht hören wollte. Und ich bin mir heute gewiss,
Und irgendwann im Himmel werde ich dafür Verantwortung nehmen müssen, dass ich vielleicht auch Menschen vom Glauben weggestoßen habe. Die Absicht war gut, aber die Ausführung war schlecht. Versteht ihr? Wenn ich jemanden bedränge und mit dem Glauben komme und ihn versuche zu evangelisieren, und es ist nicht der Zeitpunkt Gottes, es ist nicht dran jetzt, und du tust es trotzdem, kannst du jemanden so weit wegstoßen, dass er vielleicht unter Umständen, wenn nicht Gott Gnade zeigt, nie mehr zum Glauben findet. Bedenke, dass zu den Pharisäern gesagt wurde, ihr habt die Schlüssel des Himmelreichs, aber ihr verwehrt Menschen reinzukommen. Und trotzdem gilt, und es ist wichtig, es ist die Kraft des Geistes. Guck mal in Markus 16, Vers 17 und 18. Warum wir die Kraft brauchen für den Auftrag. Und diese Zeichen, Zeichen sind immer etwas, wo man sehen kann. Zeichen sind offensichtlich. Wenn ich ein Stoppschild ist ein Zeichen, dann sehe ich ganz klar, hey, das ist die Sache. Diese Zeichen werden die begleiten, die pastorale Ausbildung haben, die 30 Jahre gläubig sind. Ist das richtig? Oh Mann, die Hitze schlägt zu, ich merk's. Diese Zeichen werden die begleiten, die glauben. Bist du ein Glaubender? Amen. Bist du eine Glaubende? Also gilt es dir, oder? Amen. Diese Zeichen werden die begleiten, die glauben, sie werden in meinem Namen Dämonen austreiben. Das kann ich nur durch die Kraft des Geistes. Und vielleicht wirst du nie in die Situation kommen, aber du könntest es sowieso nur durch die Kraft des Geistes. Sie werden Schlangen anfassen oder etwas Tödliches trinken und es wird ihnen nicht schaden. Das, glaube ich, ist besonders im Bereich Mission und Evangelisation wirksam. Und jetzt kommt, sie werden, es ist ein Zeichen, werden Kranken die Hände auflegen und sie heilen. Und jetzt kommt meine Challenge. Wann war das letzte Mal, wo du und ich jemandem die Hände aufgelegt haben und für Heilung gebetet haben? Wann war das? Gut. Apostelgeschichte 10, 38. Anna, habe ich es gesagt. Ihr wisst, dass Gott Jesus von Nazareth mit heiligem Geist und Kraft gesalbt hat. Da steht's. Auch er, der Sohn Gottes, brauchte das. Und jetzt kommen drei Zeichen. Du sagst vielleicht, ich habe noch nie Wunder getan. Ich habe noch nie prophezeit, noch nie solche großen Zeichen erlebt. Hier gebe ich dir drei Zeichen, die jeder Christ haben sollte. Er zog umher, ist das erste Zeichen. Jesus hat sich bewegt. Wenn du als Christ, Entschuldigung, nur in deinem Sessel sitzen würdest, wenn du nur eine empfangende Haltung einnehmen würdest, das ist nicht ein Zeichen, dass Gott in deinem Leben ist. Der Heilige Geist ist in Bewegung und er liebt es, dich und mich zu bewegen. Denn das Evangelium oder Heilung oder Liebe oder was es auch immer sein mag, kommt nicht zu den Menschen außer durch uns, wenn wir uns vom Geist führen lassen. Jeder Christ kann in Bewegung sein. Und jetzt überleg mal, übertragen, wo du stehst für dich. Ich glaube, durch Corona haben sich viele richtig breit gemacht, sind Sesselchristen geworden.
Kann ich auch, bin doch ganz happy, mein Leben läuft ganz ruhig. Aber das ist kein Zeichen, dass der Heilige Geist in dir lebt und dass er arbeitet in dir, denn er möchte dich bewegen. Amen. Das Zweite, was jeder Christ kann, er tat Gutes. Da brauche ich nicht eine riesen, mega Wunder dafür, sondern ich kann immer Gutes tun. Amen. Dazu brauche ich auch die Kraft des Geistes. Und das Dritte ist, er heilte Menschen, die vom Teufel überwältigt waren. Ah, da ist es jetzt wieder. Aber ich möchte Heilung mal runterbrechen. Heilung heißt einfach Gesundheit bringen auch. Und du musst nicht immer theatralisch, oh, so spricht der Herr, du bist geheilt, sondern wenn du jemand hilfst, wenn du ein offenes Ohr für jemand hast, wenn du jemandem in der Seelsorge hilfst und ihn von einer Last befreist, wenn du für jemand betest, dann kannst du schon Heilung bringen. Amen. Dazu brauche ich den Heiligen Geist. Aber das sind sichtbare Zeichen, die wir als Christen haben dürfen. Und die letzte Stelle in diesem Block, Lukas 4, Vers 18. Der Geist des Herrn ist auf mir. Ist der Geist des Herrn auf dir? Auf wem ist der Geist des Herrn? Die anderen beten mal. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt hat. Und was sehen wir jetzt? Ich will das nicht in der Tiefe jetzt auslegen. Lauter sichtbare Dinge. Richtig? Die Präsenz Gottes ist immer sichtbar und spürbar. Und wenn es nicht für dich ist, dann für andere. Hier sehen wir es. Er hat dich gesalbt, das Evangelium den Armen zu predigen. Dazu brauchst du den Heiligen Geist und seine Führung. Den Gefangenen zu predigen, dass sie frei werden. Dazu brauchst du den Heiligen Geist und seine Führung. Die Blinden, dass sie sehend werden sollen. Und die Zerschlagenen, die Kaputten zu entlassen in Freiheit. Das sind sichtbare Zeichen, dass Gott mit dir ist. Denk an Mose. Wenn du nicht mit mir bist, gehe ich keinen Meter. Und jetzt mach sichtbar, sagt Mose, dass ich Gunst wirklich habe. Wie krass ein Gebet. Mach sichtbar, dass ich wirklich Christ bin, Gott. Ich bin bereit, wieder neu. Der Heilige Geist ist es auch. Amen. Der zweite Punkt ganz schnell. Ohne die Kraft des Heiligen Geistes leben wir kein leidenschaftliches Leben. Matthäus 3, Vers 11 lese ich jetzt nicht vor. Die Stelle ist so bekannt. Da heißt es, dass Jesus uns taufen wird mit, lest mal mit, Wasser. Da steht mit Heiligem Geist. Und, bewusst und, Feuer. Und Feuer ist etwas, was man sehen und spüren kann. Leute, Feuer ist ein Bild für den Heiligen Geist und die Leidenschaft. Klar kann ich mein Christsein ohne Feuer leben. Klar kann ich aus eigener Kraft leben als Christ. Ohne große Erwartungen, ohne groß zu was zu bewegen. Kann ich leben, aber du wirst nie in Gott begeistert sein, wenn nicht durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch die Beziehung zu ihm. Denn diese Stelle, Römer 14, Vers 17 noch, die ist so treffend. Denn das Reich, denn im Reich Gottes ist es nicht entscheidend, was man isst oder trinkt, sondern dass man ein Leben führt in Gerechtigkeit, in Frieden und Freude im Heiligen Geist. Unerhört. Freude im Heiligen Geist, da haben wir es. Das Reich Gottes ist so angelegt, dass Gott sich freut, wenn wir Freude erleben,
Das ist nicht happy clappy, sondern richtig tiefe Freude im Herrn. Freude über sein Wort. Freude, dass ich erlöst bin. Freude, dass ich Frieden haben kann. Freude für alles. Amen. Und jetzt schau mal in Vers 18 auf die Auswirkungen, wenn das Reich Gottes, wenn das die Zeichen sind, die in deinem Leben sind. Wenn du Christus so dienst, es geht auch anders, wie gesagt, wirst du Gott Freude machen. Und jetzt kommt noch besser, unerhört, die Anerkennung der Menschen gewinnen. Genau das, was wir eigentlich wollen. Dass Menschen Gott erkennen in dieser Welt. Nicht, weil wir kriesgrämig rumlaufen. Nicht, weil wir rumlaufen, wie wenn wir in Zitronensaft getauft wären. Nicht, weil wir so richtig innere Freude ausstrahlen. Wisst ihr was, das ist jetzt gefährlich, wenn ich das mache, aber ich mache es trotzdem. Ich war am Pfingstsonntag, haben wir hier unseren Abend gehabt und vorher war ich auf der Nacht der Kirchen. Und da war eine Andacht in der Stiftskirche, die Stiftskirche voll mit Menschen. Und es war Pfingsten und wir haben ein Thema gehabt, Heiliger Geist. Aber wenn ihr die Begeisterung gespürt hättet, da hätte ich mich in meine Tiefkühltruhe setzen können. Das ist hart, aber versteht ihr, ich habe gedacht, wir singen über ihn. Wir singen, wir reden über ihn. Atem Gottes, wirke unter uns. Aber keiner will es. Offensichtlich. Wir wursteln lieber selber rum, wir machen lieber selber religiös. Nur, dass mein Leben nicht erschüttert wird. Mei, du kannst nicht begeistert leben ohne die Kraft des Geistes. Und ich will gar nicht davon anfangen, was das mit sich bringt. Leute, die das Feuer verlieren für Jesus, verlieren die Hingabe an ihn. Und sie werden gegen Versuchung, gegen Sünde kein großes Schild haben, Schutzschild. Und der letzte Punkt: ohne die Kraft des Heiligen Geistes sind wir keine effektiven Überwinder. Ist 1. Thessalonicher 1, Vers 6. Ihr seid unsere Nachfolger geworden und die des Herrn und habt das Wort angenommen in großer Bedrängnis mit Freuden im Heiligen Geist. Dass wir Schwierigkeiten haben im Leben, das hat jeder von euch schon mitbekommen. Amen. Ist hier jemand ohne Schwierigkeiten? Anna möchte mir nach der Predigt die Adresse von dem Pastor geben, der betet und sofort eine Erhörung hat. Lasse ich mir gern die Hände aufnehmen, legen. Dass wir Schwierigkeiten haben, dass wir um des Glaubens willen Schwierigkeiten bekommen, dass wir Verfolgung erleben, dass wir Druck erleben, ist nicht der Punkt, Leute. Der Punkt ist der, was mache ich, wie verhalte ich mich, wenn Schwierigkeiten da sind? Habe ich dann noch Freude in Gott? Habe ich dann noch Zuversicht in ihm? Habe ich dann noch Lebensmut in ihm? Und das wirst du bestätigen, geht nur durch die Kraft des Geistes. Amen. Ich möchte mit dem Schlusszitat schließen. Es hat mich berührt, als ich es gelesen habe. Wir suchen, planen und strengen uns an, erfolglos. Denn was nicht aus Gottes Kraft kommt, hat keinen echten inneren Bestand. Öffnen wir uns doch wieder ganz neu für das Wirken des Heiligen Geistes. Und das ist, denke ich, ein gutes Schlusswort, oder? Das kann ich dir nicht abnehmen. Wenn ich dich irgendwo ein bisschen verzweifelt gemacht habe, dann war es absichtlich.
Das darfst du wissen. Und es ist eine gute Verzweiflung hoffentlich, dass du sagst, hey, ich möchte, Heiliger Geist, ich möchte. Lass uns mal die Köpfe beugen und lass uns mal beten. Ich möchte dir für eine Minute Zeit geben, dass du Gott selber eine Antwort gibst. Du weißt, wo du stehst. Du weißt, ob du Substanz verloren hast. Du weißt, ob du sein Wirken angefangen hast zu ersetzen durch eigene Kraft, eigenes Rumwurscheln, eigene Pläne. Rede mit ihm, lade ihn ein und sag, Gott, ich möchte nicht so weitermachen. Ich möchte so mutig wie Mose beten, wenn du nicht mitgehst, will ich nicht gehen. Ich möchte mich nicht mit dem Engel zufrieden geben, nicht mit etwas Zweit- oder Drittklassigem als Ersatz. Ich möchte, Gott, dass für andere sichtbar wird in meinem Leben, dass du mit mir bist und dass ich Gunst habe bei dir. Und ich verspreche dir heute, Gott, dass ich der Stimme und der Führung deines Geistes neu gehorchen möchte. Es tut mir leid, wo ich es nicht getan habe. Es tut mir leid, wo ich Verordnungen und Richtlinien und alles, was auch eine gewisse Berechtigung gehabt hat, aber wo ich es so weit in mein Leben reindringen habe lassen, dass es jegliche Führung, jegliche eigene Meinung oder Einstellung, dass es es ausgelöscht hat. Vergib mir da drin, Gott. Und ich will neu anfangen. Ich will dich kennenlernen, Heiliger Geist. Ich will wie Mose beten. Ich möchte dich kennenlernen und deine Wege. Ich möchte wissen, was vor mir liegt, Herr. Ich möchte wissen für die Gemeinde, was vor uns liegt, Vater im Himmel. Und ich möchte meine Gaben nicht zurückhalten, sondern ich möchte sie voll einsetzen für dich, Gott. Öffne unsere Augen, Heiliger Geist, für deine Kraft im Alltag. Schenk verloren gegangene Freude zurück, Heiliger Geist. Kehre die Müdigkeit hinaus, die Lässigkeit, die Gleichgültigkeit, dass es uns nicht mehr brennt, wenn dein Wort gepredigt wird oder dass wir keinen Zug in die Gemeinde haben. Und so oft lieber daheim bleiben oder irgendetwas anderes machen. Vergib uns, Heiliger Geist, diesen Egoismus und komm neu. Und wir wollen dich auch nicht als Thema 4 Wochen lang im Mai oder Juni, wenn Pfingsten ist, sondern Heiliger Geist, übernimm neu die Leitung in meinem Leben, übernimm neu die Leitung in dieser Gemeinde, führe uns deine Wege, ohne dich wollen wir nicht gehen. Ich danke dir, Herr. Und wenn du hier bist heute Morgen und du kennst Gott noch nicht persönlich, und du kennst den Heiligen Geist noch nicht persönlich, dann wäre das eine tolle Sache, wenn du sagst, hey, das leuchtet mir ein, was ich gehört habe, aber ich kann es nicht fassen und ich erlebe es nicht in meinem Leben. Wir sind hier und wir würden gerne mit dir beten. Wir sind nach dem Gottesdienst hier vorne und wir würden gerne mit dir beten an dem Punkt. Sei mutig und geh nicht so, wie du gekommen bist. Und denke dran, der Heilige Geist liebt dich und er will, dass du in dein volles Potenzial kommst. Amen. Amen. Nächsten Sonntag geht es weiter, dass der Heilige Geist eine Person ist. Und es ist hochspannend, wie wir lernen können, mit ihm zu leben als Person. Amen.